Don't stop. Dum, dip, dip, dum, dip, dip, dum, dip. Muss ich auch Nein. Hallo sagen? Ja, du musst auch Hallo sagen. Alle müssen Hallo sagen. Also go. Hallo. Auch Hallo. Hallo. So, hallo. Auch Wir Hallo. vier starten jetzt. Ihr seht nur drei Leute. Warum? Möchte da jemand was erklären? Ich weiß jetzt gar nicht, wen ihr meint. Okay. Dann hat sich das ja wohl schon erledigt. Ich habe übrigens nichts mehr gemacht, außer Schmetterlinge. Also es gibt nicht mehr Tumbleweeds, es gibt nicht mehr Blumen, es gibt nur mehr Schmetterlinge. Gerade einen Schmetterling umgebracht? Natürlich, ich bringe immer Unmensch. Schmetterlinge um. Die machen doch nichts, die sind freundlich. Ja, aber die sind auch lecker und sehr sinnvoll. Ja, Naja, wenn sie aber das leben, ist ein Monster. damit du mehr machen kannst. Genau. Ja, außer man braucht schnell Nahrung und Und Heilung. Nein. Warum habe ich bei dir Leben? Also warum wird bei dir Leben gezeigt, aber bei Krämer nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin Achso, herzlos, ich ne? habe kein Leben. Achso. Da oben ist schon ein Stückchen Gold. Es liegt einfach so da herum. Ganz viele Häschen. Und noch eins. Mal ganz kurz rausgetappt. Bin so froh, dass mein Backofen wirklich so einen Timer hat, sonst müsste ich die ganze Zeit hin und her rennen und das nicht vergessen. Oh, wir haben Juicy Berries, nice. Ich habe gestern, wollte ich mir eine Matcha-Milch machen und habe meine Milch warm gemacht und dann bin ich erstmal 40 Minuten weggegangen und habe eine Runde TFT gespielt. Und dann bin ich wieder runtergegangen und habe gedacht, boah, was stinkt denn hier so? Warum riecht das hier so schlecht? Ich habe übrigens gerade eine Logsuit gefunden und drei Boards. Vier Boards. Ja, und dann habe ich festgestellt, oh, das ist schon ganz schön schwarze Pampe. Zum Glück trinke ich ja keine richtige Milch, sonst wäre das ja alles über den Herd gekocht und eklig geworden. So war das nur im Topf. Immerhin. Hast du ganz zufällig einen Mixer bei dir zu Hause? Ja. Machst du die Milch auch selber? Habe ich auch mal gemacht, ja. Oh Gott, hier sind nochmal Aber Loks und eine Loksuit. weil ich finde es halt einfach überteuert, diese Milch, die die immer verkaufen. Vor allem die Mandelmilch. Ja, Ja, die Mandelmilch ist auch ist extrem schon. teuer, das halt, Alter, was kommt soll halt das daher, denn? weil die hergestellt wird. Das ist schon ziemlich viel Aufwand. So, ich habe auch schon Chester Nein, ja, gefunden. nein, nicht wirklich. Wirklich nicht. Also das, was ich halt super nervig fand beim Herstellen davon, war das durch dieses Sieb, Siebding pressen, weil das ja. halt echt. Aber wenn du da halt wirklich so 2 Liter machst oder so, dann geht das ja eigentlich. Ja, aber Man muss aber nochmal auch zwei bedenken, dass Liter. Mandeln auch generell teuer sind, von daher. Ja, ich habe Hirsemilch gemacht. Tatsächlich. Aber ich wollte auch mal andere Milchsorten probieren zu machen. Habe hier Also schon mal einen ich Höhleneingang gefunden. habe Mandelmilch gemacht. Ich muss sagen, es hat wässrig geschmeckt. Ich habe halt 10 Gramm auf 100 Milliliter. Man kann auch mehr, dann wird es halt cremiger und so. Aber dann kannst du dir auch fast die aus dem Supermarkt kaufen. Nur, dass sie gesünder ist natürlich, aber ja. Also vielleicht sollte ich echt mal Mandel probieren, weil Hirse war halt wahrscheinlich das Mandel dann auch relativ fix da durchgelaufen durch das Sieb, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Weil bei Hirse, da musste ich auf jeden Fall richtig hart rumdrücken und quetschen und wringen und es war schon am Nee, Rande der aber Nervigkeit. bei Deutschen ging es nicht gut. Diese Stöckchen auf dem Boden waren ein Zeichen für die aus dem Frühling, ne? Genau. Ja, genau, für Ja, die okay, dann habe ich da gerade schon mal eins Schmus. gefunden. Das ist auch direkt in der Nähe vom Höhleneingang. Hier ist auch eins. Habt ihr schon einen schicken Blumenhead? Nein. Nee, ich habe noch gar keine Ja. Blume gepflückt. Ja, ich schon. 12 Stück. Ich brauche Ich den Mörder. Scheiß nicht. Komplett die Verschwendung. Nein, hey, die Dinger sind richtig gut. Sie gibt Sanity, 1,3 Sanity. Ja, voll die Verschwendung. Ich Man habe will ja noch keine Sanity. 0,0 Sanity verloren. Stimmt, du brauchst keine Sanity, ja. Ich habe hier jede Menge Bienen Ich gefunden. muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine scheiß Ahnung, wie Maxwell funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie 510 Spielstunden in der Spinne oder so. Du nimmst Sanity und schmeißt sie weg und du bist OP. Ja, okay, alles klar. So oder so Das ähnlich. ist.
Nee, also du brauchst halt ganz viel Nightmare Fuel und mit Nightmare Fuel kannst du dann halt dir quasi Klone machen. Ja. Und die sind dann natürlich keine Sklaven und arbeiten nicht, wenn du denen eine Axt gibst oder so und hacken einfach dann alles weg. Dazu muss man aber auch leider sagen, nur die mit der Spitzhacke und mit der Axt sind nützlich, weil die mit dem, ich glaube, den gibt's so einen Speer, damit die kämpfen. Die halten nichts aus, das ist... Okay, kann man den nicht eine Locksuit geben oder so? Nee. Schade. Leider nicht, den kannst du gar nichts geben. Du musst halt die Axt und so auch da bei der Erstellung geben. Okay. Also das ist halt ein Crafting Material, was dafür braucht. Oh, ein Samen. So, meine. Soll ich uns mal eine Science Machine an den Spawn stellen? Oh. Wollen wir denn unsere Base haben? Oh, come on, was ist denn weiß jetzt nicht, los? Aber man kann, finde ich, erstmal alles so ein bisschen am Spawn abstellen. Ja, noch ein bisschen warten eigentlich, weil ich laufe gerade auch die ganze Map rum. Wenn ihr seht eventuell unten alles, dann wissen wir halt, wo genau die Mitte ist. Aber Spawn ist eigentlich ganz gut. Ist ja irgendwie. Da kann man halt dann, auch wenn man dann irgendwie sich wiederbeleben muss, hat man da halt dann schon irgendwie ein kleines Feuer und, weiß ich nicht, eine Kiste mit Sachen. Das kann man auch später erst dahinstellen, wenn man einen geilen Spawn hat und den man ausgebaut hat, aber... Also, nicht einen geilen Spawn, sondern einen geilen Place to live und so. Ist noch keiner nach Westen gegangen, ne? Nach Osten? Osten, meine ich. Mir fällt auch gerade ein, ich, Hast du keine Fackel? Ja, doch, da haben wir getrunken. Alles in Ordnung. Alles geplant. Kein Grund zur Besorgnis. Hey Shiro, wie lang noch? Der ist erstmal essen. Achso, ah. Entschuldigung, er hat mich angeschaut. Hatte ich vergessen zu sagen. Ah, okay. Aber das macht ja. Danke für die Info. Kein Problem. Oh, ich wollte dort. Das kann ich ja nicht. Hab mich doch kein Gold. Auch mehr Samen. Was kannst du eigentlich mit den Samen machen? Ich kann die einpflanzen, ohne dass wir ein Beet brauchen. Ach so, lol. Deswegen habe ich auch nicht den Plant Stuff Mod aktiviert, dann kann das nämlich jeder. Glaube ich zumindest, dass der so funktioniert hat. Ich hatte mal so einen Mod, der irgendwie so eine Mechanik hatte. Aber wenn es da jetzt einen Typen für gibt, der das kann. Dann mach ich das nicht. Hast du eigentlich Sherry-Biome drin? Nee. Okay. Berry Cherry Lady. Nee, ich hab gar keine extra Biome. Aber ein Spinnen-Dings gefunden. So. Bei. Was hast du gefunden? Spinnendings? Spinnennester. Ja, normalerweise würde ich mich ja jetzt total freuen und meine Verwandten besuchen gehen, aber... In einem anderen Leben wieder. Also ich werde meine Juicy Bear ja auch alle vergammeln lassen und dich essen, ne? Also damit wir sehr das schön. Ding haben. Oh, Bühne ist voll der Profi. Der weiß, worauf es ankommt. Auf Dünger. Ja, oder im Zweifelsfall und Verrottetes zu haben für die Noobs, die gestorben sind. Dafür braucht man, glaube ich, auch Verrottetes, damit stimmt, die Leben ja, wieder für kriegen. Die Spritze, ja. Ja. Oh, ich habe den Schweinekönig gefunden. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt müssen wir ihm nur noch Fleisch geben und dann gibt er uns Gold. Ja, oder wir geben ihm irgendeinen Shit. Ich habe schon Gold im Inventar sogar. 6 Stück. Ah, okay. Nice. Weiter links war das, glaube ich. Biene. Oh. Die hat gerade ganz schön laut gesummt hier. Ich würde auf jeden Fall auch eine Bienenfarm machen für Honig, weil das ist einfach nur OP und geil. Mega OP, ja. Ich habe ein witziges Video gesehen.
heute noch mit diesen Pflanzen aus dem Frühling. Ah, hier sind schon mal ein paar Schweine und hier Kaki aufsammeln von dem Typen da. Mit diesen Frühlingspflanzen, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die, die diese komischen kleinen Eipflanzen, Augenpflanzen da spawnen und da angreifen und auffressen. Ja, ja, ja. Und die sind wohl super krass entzündlich und man kann die Fläche, die ein Eisflingomat bewachen kann, übelst beschützen, wenn man an den äußeren Rand jeweils so eine von diesen Pflanzen halt hinballert. Da muss man halt den ganzen Boden mit Steinen oder so übersehen, damit die da nicht wachsen können, ne? Aber damit kannst du halt dann ganz gut die Base protecten. Weil die halt irgendwie am, als erstes immer anfangen zu brennen im Sommer. Oh. Dann geht der Eisflingomat halt da drauf. Super Profi-Tipp. Ich hacke Holz, was macht ihr so? Guck mal auf die Karte. Warte, ich kann nicht. Wie, du kannst dich auf die Karte erkunden, schätze ich. Da läuft einer rum und da läuft einer rum. Also, ich mach halt die ganze, ich deck die ganze Karte auf. Achso, du läufst die Außenränder ab quasi. Genau. Oh ja. Nebenbei sammle ich ein bisschen Essen, damit ich nicht verhungere. Und was noch so rumliegt. Ja, also Stöcke. Da stellt sich mir die Frage, wie kann ein Roboter verhungern? Ja. Beziehungsweise wie kann er satt werden durch normales Essen? Aber um ehrlich zu sein, so Gras und so sammle ich jetzt nicht so viel, weil ich finde das halt mega uneffizient, die zu aufzupicken und nicht mit einer Schaufel sofort rauszupacken. Ich hab hier einen kleinen Geist, hier ist ein Geist. Kannst du den mal examinaten? Warum examinatest du den nicht? Okay, wir legen mal das aus der Hand. Nicht, dass ich den anklicke und dann... Will ich essen? Nee, oh. Maxwell sagt, I'm sorry, wenn man den anklickt. Kannst du dem was geben? Nee. Sorry, wofür? Kaki? Willst du einen Kaki-Hut? Oh, das sieht voll süß aus. Genau, geh mal hinter dem Baum hervor. Nein, man macht sich nicht über Tote lustig. Ah! Okay, Rache ist süß. Chester tankt die Spinne. Du hast Chester? Ja, ich habe Chester schon gefunden. Hilfe, alles voller Spinnen. Die sind irgendwie nicht mehr so meine Freunde wie früher. Die haben sich voll verändert. Kennt ihr mich nicht wieder? Echt, ey. Ich sehe nur ein bisschen anders aus als vorher. Oh Gott. Ah! Das war keine so schlaue Idee. Greif doch lieber Chester an. Ja, okay. Finde ich gut. Nee, nicht mich. Nee, nicht mich. Wie groß hast du die Map eigentlich gestellt? Ich habe ihr, glaube ich, Default gelassen, wenn ich mich so recht entsinne. Oh. Ja. Noch kann ich, können wir sagen, wir fangen mal von vorne an. No, nee. Noch ist nur ein Tag vorbei. So, ich habe überlebt. Es gibt. Und zu weit drin. Du bist schon zu tief in dem Game, ne? So. Würde heißen, dass ich die ganze Zeit umsonst gelaufen bin. Nee, nee. Hm. Nix hier. Nix da. Okay, okay. Spinni. Wie war das nochmal? Gibt's jetzt mit dem neuen Update auch normale Boote oder gab's nur diese runden Dinger, die übelst schwer zu lenken sind? Absolut keine Ahnung. Ich glaube nur die runden, die schwer zu lenken sind. Naja, geht. Ich krieg's hin. Ich fahr damit jedes Mal alles zu klump auf der Welt.
Also ich. Ja, geht so. Auch wohl was, aber ich bin auch nie unter ertrunken, sag mal so. Ich glaube, ich jedes Mal, wenn ich so ein Boot gefahren bin. Naja, ich hatte. Aber du hattest schon die Flicken dabei, oder? Ja, hab ich, aber es das bringt halt nichts, wenn man anlegen will und dann sich so zwischen zwei. Also so verkeilt, dass man da die ganze Zeit wie so in so einem Klickerautomat hin und her klickert. Dann ist das Boot halt so schnell so kaputt. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Oh, ich fand's einfach mega lustig. Ja, ist auch. Ich find's auch gut. Ich find's auch lustig. Aber ich find die anderen Boote könnte man schon. Nee, Boote nicht machen. Ich denk die ganze Zeit, mich verfolgt noch so eine Spinne, aber es ist einfach Chester. Oh nein. Oh. Sorry, Mandrake. Achso, wenn du eher am Rand entlang läufst, ich habe noch eine Locksuit aufgehoben. Soll ich dir die mal an den Rand hier irgendwo legen? Wenn du willst. Warte, ich mach einfach da oben im Norden die Base, da braucht man nur eine Mauer und ist komplett geschützt. Ich würde auch gerne an die Wasserdinger Mauern machen, weil ich habe keine Lust, dass da irgendwie dann Pinguine kommen, reinkommen. Wie, was hast und... du wegen Pinguine? Nee, doch lecker. Ich will nicht meine ganze Base mit Pinguinen voll haben. Doch lecker. Nix da. Und ich glaube, du kannst eh nicht die Mauern zumachen bei wie heißt es, Uff, da sehe ich mich. Danke. Ich hab so Metalldinger gefunden. Die mich verfolgen. Gut, ich schmeiß jetzt hier so eine Rüstung hin. An den Rand. Obwohl, hier brauchst du. Gut gemacht, Schweine. Ich hab jetzt ein Monster Meat und zwei Silk geklaut. Die Schweine getötet haben, die Spinnen. Soll ich mal versuchen, hier dieses Schwein zu töten? Nein. Ich spiele ja eigentlich immer Ruffy, ne? Ach so. Hier. Und der hat halt eine übelste Fähigkeit, dass er halt mega schnell ist und dann mit einem Box quasi 100 Damage macht. Ui. Ja. Dann macht das wesentlich mehr Spaß, wenn du die Karte rumläufst, weil er schnell ist, aber. Aber ein Nachteil davon ist halt, der verbraucht Unmengen an Essen. Aber Unmengen. Okay. Ja gut, aber muss ja auch ein bisschen was kosten, dass du dann ja, mit klar. einem Schlag 100 ja. Schaden machen kannst. Deswegen, also Early ist es halt ein bisschen kacke, ne? Aber im Late Game hast du eh genug Essen, dann machst du schon Fun. Ja. Ja, vielleicht kriegen wir dieses, ja, ist das eine Moonlands? Ich bin mir nicht mehr sicher, diesen Mondstein, der auch schwebt, wenn du den irgendwo hinstellst und leuchtet. So ein runder, wie so ein Orb halt einfach oder so. Und damit kannst du das Portal umbauen und dann kannst du an dem Portal quasi den Charakter wechseln im Spiel. Oh, ein Tumbleweed, nein, für das Tumbleweed. Cool. Und vielleicht, wenn wir das mal kriegen, dann kann ich den Mod ja holen, dann kannst du im Endgame Ruffy spielen. Oh, ah, nee. Ja, Essen. Ich habe Wüste gefunden. Ich hab Scheiße gefunden. Im Late Game will ich so oder so eher hier dabei schon sein, weil da haben wir Gears und das ist eben mega. Ich habe dann insgesamt 400 Leben, ne? Hm. Das ist schon krass. Ach, was esse ich? Wie esse ich denn jetzt hier? Was mache ich denn jetzt hier? Oh nee, oh. Ich pflanze neue Freunde. Autsch. Ich bin übrigens bei den Sümpfen gerade, ja, ne? Ich hab ja gar kein Scheißleben. Ah, fuck. Ich hab ja meinen Arm gefasst. Ich hab ja nur 70 Leben, Alter. Du hast 70 Leben? Ich hab nur 70 Leben. Ich hab jetzt gerade 82. Nein, ich hab 70 Leben maximal. Ja.
150. Nee, Entschuldigung, 75. Ich habe voll gelogen. Total übertrieben. 75 habe ich maximal. 75, aber trotzdem bin ich. Ja. Oh, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Tja, oh, Max, Sumpf ist nicht so nett. Werden, würde ich sagen. So, ich habe hier so eine super krass tolle Steinwüste gefunden. Neue Freunde, Pflanzen. Oh, hier, 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 Viecher, Viecher, 1, 2, oh. Das ist so einer von den Spackos, die da... Da habe ich auch schon welche gefunden. Hier ist auch, Dings, die Fliege. Wer hätte es gedacht. Mein Tumbleweed fackelt ab. Ich habe heute was herausgefunden, und zwar, wenn man im Sommer, diesen Teich da angelt, dann kriegst du ja solche Bags, und da kannst du so ein... ja, wie heißt das? Ein Blueprint. Desert, ich, genau, raus, genau, genau, für die Goggles da, damit du nicht langsamer wirst im Sandsturm. Sandsturm. Genau. Ja. Ja. Das vergesse ich auch jedes Mal, mal danach zu gucken, wenn Sommer ist. Ah, wird überbewertet. Du musst einfach mehr Freunde pflanzen. Du willst auch einfach nur Freunde haben. Das so. Geht so nicht. Das geht nicht so einfach, Klammer. Das ist ja ein bisschen schwieriger. Gleich, ich pflanze hier so einen Samen ein und dann steht da ein neuer Freund. Hm. Zack. Praktisch. Easy. Nur weil ihr das nicht könnt. Vielleicht sollte ich auch ein Stück... Dieser Freund auch wirklich durch dick und dünn? Hm? Ja. Ja? Außer durch Feuer. Dadurch kann es nicht. Hm. Ja, siehst du. Da wird es dann schwierig. Freunde, ne? Gehen auch durchs Feuer. Mach mal. Will ich jetzt gerade nicht so vormachen? Aha. Ist ja in dem Setup jetzt auch schwierig. Ne, also, guck mal, vormachen ist ja was anderes als wirklich machen in Not, ne? So. Ja, Meine, was passiert, wenn ich jetzt sterbe und dann du wirklich, ich wirklich ins Feuer gehen muss, um dich zu beschützen und nicht mehr beschützen kann, weil ich tot bin? Weißt du, das könnte ich. Damit könnte ich nicht mit mir leben, weißt du? Weil ich schon tot bin, aber das ist. Locksuit, ja, nice. Ah, da hast du es gefunden. Schön. Ja, ich hätte es eigentlich behalten können. Meins hat nämlich jetzt nur noch 6%. Achso, weil ich aber auch die ganze Zeit hier die Kakteen sammle. Deswegen. Ja, ist ja wenn nicht so eine gute Idee. Nee, sollte ich vielleicht das Locksuit für ausziehen. Schaden kann ich auch kurz einstecken und heilen. Oh, es ist dunkel. Oh nee, nicht schon wieder. Hui. Jetzt erstmal ein paar Freunde anzünden. Uff. Kannst dich auch nicht entscheiden, ne? Ja. Ich habe jetzt genug neue, da kann ich wieder alte loswerden. Ich liebe meine Freunde, ich will meine Freunde anzünden. Aber hast du, laufen die dann hinter dir her oder was ist das? Nö, das sind halt einfach Bäume. Bäume? Bäume. Der hat doch so einen Waldcharakter, so ein. Achso, du. Achso, du pflanzt damit Bäume oder was? Ja, kannst du, jedes Mal, wenn ich einen neuen Baum pflanze, steht da einfach wachse Freund oder neuer Freund. Achso, okay. Ja. So voll brauch der euch nicht. Brauch euch nicht, ich hab bessere Freunde. Mann, ey, ist die Nacht hier mal langsam vorbei. Ich will hier weiter abernten, aber ich habe keinen Bock, ein Lagerfeuer zu bauen. Warum eigentlich nicht? Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich will auch neue Freunde pflanzen. Also gut, gucken wir auf die Map. Hab schon ordentlich was gemacht. Ja. Bald bin ich fertig. Niemals. Krämer, hast du in der Zeit schon eine Base gebaut? Nö. Okay, gut. Ich treibe gerade meine Sanity nach oben, was ein bisschen dauert, weil ein Baum fällen kostet mich 15 und ein Baum neu pflanzen gibt mir 10 und der hat keine Samen gedroppt. Ärgerlich. Aber warte, Baumpflanzen gibt dir 10 Sanity? Ein Bumerang. Alter, das ist OP. Wie ein Bum 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 Bumerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Kennst du auch die Metal-Version davon? Bum 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 Bumerang. Ich flieg so schnell ich kann hinter eine Umlaufbahn.
Nicht. Nee, nicht ganz. Oh, hier ist ein... Oh! Oh! Die Fliege rennt nicht hinter dir her, oder? Nee. Okay, aber hier ist auch gut. Ein Hundecamp. Ah, mach ja, schaffst du sicher. Ja. Oder ich lauf halt davon. Das wäre der einfache, aber auch langweiligere Weg. Ich habe Gears gefunden! Yay. Also lebendige! Ja, ja, die haben schon mehrmals gefunden. Wo bist du denn jetzt? Bei dir. Ah, ja. Direkt, wirklich direkt bei dir. Direkt bei mir, guck mal, ist ja nett. Können wir jetzt zusammen die Hunde töten. Ich habe gar nicht mehr so viel Flint. Oh, ich kann gar keinen Spitzhacke mehr bauen, weil ich keinen Flint mehr habe. Hab zu viel von den nicht Flint abgebenden Steinen abgearbeitet. So passiert auch dem größten Profi, sag ich mal. Also um Aceline würde ich ja sagen, dass du wirklich Holz und Steine farmst, weil du das am allerbesten kannst mit deinem Sklaventrupp. Ja, nee, nicht Sklaven, das sind hart arbeitende Freunde. Stimmt. Ey! Ich möchte meine Charakterauswahl nochmal überdenken. Damage, warum machen wir Damage? Wer macht Damage? Schneller als euch! Ihr, hab es euch. Nein. Die sind im Wasser. Ich glaube, ich spinne. Oh nein, nein, ist ein Tumbleweed. Wer schwimmt? Die Hunde? Die Hunde, ja, hinter mir her. Wie bist du ins Wasser gegangen? Moment, man kann das Wasser? Nein, wir nicht. Also, wir können nur durchs Boot, aber die können anscheinend schwimmen. Okay. Ja. Und du kannst auch Sachen wegschmeißen quasi. Die blumen da einfach nicht mehr runter, sondern sind schwimmen dann einfach da. Hm. Ich flieg so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Zurück bin ich dann jetzt auch wieder nicht. Tamarit. Uff. Ich hab ne Biene gefunden. In meinem Tumbleweed. Was? Nom nom nom. Wieso wird eine Biene aus dem Tumbleweed raus? Ja, die lag da halt drin, was soll ich sagen? Kann ich ja auch wieder bitte. Ich. Komm. Hatte ich auch noch nicht. Ich üb jetzt mal. Ja, doch, ich auch schon mal. Ah! Oh, 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 ah! Oh, wir haben Wespen, das ist doch gut. Ups. Oh, Wespen. Das war jetzt irgendwie nicht so glorreich. Aber wenn wir eh so einen Honigfarm machen, dann ist es eh egal. Ich hab irgendwie keinen Bock mehr rumzulaufen, aber. Ein Mustding. Ja, das ist der Fluch einer neuen Karte. Ja. Man kann so viel entdecken, aber man muss halt einfach latschen. Juicy Berries. Ich habe auf jeden Fall die Bienen gefunden. Ah ja. Oh nein, nein, Gubbel, Gubbel. Nix da, Gubbel, Gubbel. Sich. Wie kommt das eigentlich, dass die überall auf der Welt Gubbel, Gubbel genannt werden? Naja, eigentlich. Aber voll viele Leute sagen, nennen die Viecher einfach Gubbel, Gubbel. Heißen die so? Ich habe da nie drüber gehabert. Absolut keine Ahnung. Okay. Welche Dinge? Die Truthenne. Achso, nee. Ich nenne die einfach nur AIDS, weil das ist, nee. Dinger. Uff. Ich weiß nicht, was du musst halt wirklich immer aufpassen, wenn du wirklich so eine Farm hast, dass du die halt wirklich nur mittags und nachts farmen darfst, weil sonst klauen die alles ab. So. Weißt du, hast du so 100 Beerenbüsche und irgendwie 60 Stück kriegst du dann weg, weil die alles auffressen. Nee. Oh, noch mehr Samen. Meins. Hm. Oh, noch mehr. Weg. Böger Vogel. Meine Samen. Wenn ich dieses Buch benutze, dann kommen meine Schattenviecher, oder was? Nee, dein Buch ist eine Crafting Station. Okay. Verstehe. Leave Chester alone! Okay. Danke. Ach, doch nicht, ja?
Na warte du. So. Was ist jetzt davon? Komm Chester, wir gehen. Ich weiß noch nicht wohin, aber wir gehen. Und Krämer, wie läuft's bei dir so? Hm? Und deinen Freunden? Krämer hat schon alle Freunde der Welt gepflanzt. Ja. Ich hab mehr Freunde als ihr.